um die Xbox Series S einzurichten, aufzubauen, anzustöpseln und dann natürlich auch spielen zu können, benötigen wir Folgendes. Ein HDMI-Kabel, welches bei der Lieferung dabei ist, ein Stromkabel, welches bei der Lieferung dabei ist, einen Controller, welcher wireless ist, sprich kabellos, eine Xbox Series S und ein Smartphone mit der Xbox oder Microsoft App selber. Wenn wir diese App runtergeladen haben, sie ist ganz einfach runterzuladen, weil ein QR-Code hier ist, den scannt ihr einfach mit eurer Foto-App, dann könnt ihr natürlich auch in den Google Play Store manuell oder den App Store von Apple manuell reingehen und dort die Xbox-App selber runterladen. Wenn ihr diese App runtergeladen habt, dann steht nämlich zur Auswahl, verwalten Sie Ihre Konsole und stellen Sie eine Verbindung mit Freunden an einem Ort her. Das heißt, wir könnten uns jetzt hier anmelden und oder eine Konsole einrichten. Wir werden jetzt eine Konsole einrichten. Das heißt, Code über den Fernseher eingeben. Mit Konsole verbinden, es werden nur 6 Zeichen angezeigt. So, jetzt gehen wir, also haben die App, die ist schon betriebsbereit. Und nun gehen wir hin und gehen mit einem Kabel, das ist dann das HDMI-Kabel, welches sich hier befindet. Das HDMI-Kabel sieht so aus, dass die beiden Seiten männlich sind, also Rauswüchse sind dort. Und wir haben das typische HDMI-Design dort vorliegen. Mit diesem Kabel gehen wir jetzt an unseren Flachbildfernseher oder natürlich an jedem anderen Fernseher oder Monitor, welcher auch ein HDMI-Port besitzt. Ein HDMI-Port, seht ihr einfach, dass es das weibliche Pendant hierzu ist. Da sind dann, steht erstmal HDMI dann am Fernseher dran oder an eurem Monitor. Und das stecken wir jetzt auf der einen Seite ein und kommen dann wieder runter und können dies dann auf der anderen Seite an der Konsole selber befestigen. So, hier unten liegt unsere Xboxli, da oben ist ein Fernseher und nun gehen wir hinter den Fernseher. Ich klappe ihn also zur Seite und jetzt sehen wir hier hinten an unserem Fernseher, sehen wir diverse Schnittstellen. Da gibt es einen LAN-Port und da sind wir schon, wo wir hinwollen. HDMI, okay? HDMI, sehr schön. So, jetzt kommen wir mit unserem HDMI-Kabel, welches bei der Lieferung dabei war, und stecken dieses jetzt in den Fernseher rein. Einfach rein. Ihr könnt euch auswählen, egal welcher HDMI-Port ihr nehmt. Ihr seht, an diesem Fernseher sind 1, 2, 3, 4 Ports zur Verfügung. Das heißt, wir könnten hier 4 HDMI-fähige Geräte anschließen. So, jetzt haben wir also hier das Kabel und damit gehen wir rüber zur Konsole. Jetzt haben wir die Konsole vor uns stehen. Hier ist das HDMI-Kabel, welches von unserem Fernseher gekommen ist. Jetzt können wir zum Beispiel die Konsole hochkant hinstellen. Zack, dann sehen wir jetzt alles. Jetzt sehen wir auf der Rückseite, dass da mehrere Ports sind. Als erstes holen wir uns Strom ran. Das Kabel ist auch im Lieferumfang enthalten. Das stecken wir jetzt ganz einfach in unsere Steckdose und versorgen also diese Seite jetzt mit Strom. Jetzt bewegen wir uns also auf die Rückseite unserer Konsole. Was sehen wir jetzt hier alles von oben? Das hier ist ein Ethernet-Port. Das heißt, hier können wir ein Patchkabel reinstecken, um die Internetverfügbarkeit an dieser Konsole über ein Kabel sicherzustellen. Sie hat aber auch Wi-Fi. Das heißt, das könnt ihr auch, wenn ihr ein Wi-Fi-Netzwerk zu Hause habt, könnt ihr das auch freilassen. Hier sind 2 USB-Ports. Das sind USB 3.0-Ports. Dort könnt ihr USB-Sticks oder externe SSD-Festplatten anbauen oder natürlich auch normale Festplatten. Die sind dann dafür da, um Daten zu speichern. Oder ihr werdet bestimmt auch von dort dann auch Medien abrufen können. Dann haben wir hier HDMI Out, HDMI-Ausgang also. Wir haben ja unser HDMI-Kabel, welches von unserem Fernseher kommt, welches wir dort ja auch eingesteckt haben. Also das Gegenstück hierzu. Hier müssen wir wieder gucken, dass es passt. Ne? Ich versuche es mal falsch rum reinzuhören, geht nicht. Also richtig rum reinstecken. So, damit haben wir die Datenverbindung zwischen Konsole und Fernsehen schon
sichergestellt. Nun brauchen wir noch Strom. Hier ist der Strom. Was jetzt noch kommt, ist die Storage Expansion. Die Storage Expansion ist dafür da, um eurem SSD mehr Boost zu geben da drin. Ja, da könnt ihr nämlich 1 Terabyte upgraden zum Beispiel. So, jetzt kommen wir aber zum Strom. Der Strom kommt hier rein. Zack. Wir gucken mal, ob es beidseitig fungiert. Tut es. Wir können also beidseitig dort die Konsole bestücken. Nochmal, hier oben kommt euer Netzwerkkabel rein. Hier kommen USB-gesteuerte Festplatten, USB-Sticks rein. Hier kommt euer Fernseher rein oder Monitor. Hier würde die erweiterbare Festplatte noch andocken können. Und hier unten kommt der Strom an. Auf der anderen Seite haben wir auch noch ein Port. Das ist hier unten. Dort könntet ihr auch noch eine extra Festplatte zum Beispiel einbauen. So, und jetzt könnt ihr euch entscheiden, ob ihr die Xbox Series S hinlegt oder sie aufrecht irgendwo hinstellt. Beides ist möglich. Es wird nicht irgendwie was defektisieren an eurer Konsole selber. So, das heißt also, Konsole mit Strom verbinden, Konsole mit HDMI-Kabel an euren Fernseher verbinden. Und was ihr natürlich auch braucht, ist ein Fernseher. Ein Flatscreen und am besten, er sollte 120 Hertz haben, damit ihr auch die 120 Hertz dann darstellen könnt. Und nun sind wir fertig, um loszulegen. Damit können wir loslegen, indem wir auf die Xbox-Taste auf der rechten vorderen Seite oder auf der oberen linken Seite, kommt darauf an, ob sie steht oder liegt, sich befindet. Also sucht einfach das Xbox-Zeichen und drückt dieses. Guckt mal, jetzt ist es am Pulsieren. So, jetzt fängt also die Xbox an zu booten und unser Fernseher sollte, wenn er automatisch über HDMI on verfügt, auch direkt angehen und uns dann einen Code präsentieren. Also, wenn dort das Xbox-Emblem schön am Leuchten ist, dann ist sie eingeschaltet und kann nun in den Bootvorgang vorgehen. Wenn euer Freund hier nicht automatisch starten sollte, weil jetzt liegt es am Fernseher, dann holen wir uns die Fernbedienung, machen den Fernseher an und werden hier jetzt im Fernseher auf die HDMI-Freundin gehen. Das heißt, wir müssen jetzt gucken auf Quelle. Ne? Quelle ist jetzt nicht der Versandhandel, sondern die Quelle ist einfach die Quelle, die hier dann gerne genutzt werden sollte. So, und dann gehen wir hier hin. Da haben wir ein unbekanntes Gerät. Das werden wir jetzt ansteuern. Und jetzt wird die Xbox geladen oder erkannt, wie ihr seht. Jetzt wird die Xbox erkannt und kann nun loslegen. So, dann sind wir jetzt in der Xbox-App. Und was steht da? Merida Astecus Xbox Solvecusa. Ach so. Jetzt müssen wir also die Xbox konfigurieren. Jetzt kommt unser Smartphone zum Einsatz, wie ihr seht. Wir sollen nämlich jetzt die Konfiguration starten. Dafür brauchen wir die App auf eurem Smartphone. Es muss kein Apple-Device sein, das ist egal. Es sollte nur halt eine Google Play-App unterstützen oder die Apple Store-Sachen. Und dann seht ihr, sind wir ja schon in der App fortgeschritten. Na, ich gehe nochmal zurück. Hier können wir jetzt auf Anmelden oder Konsole einrichten machen. Wir gehen nun auf Konsole einrichten. Und nun steht hier Code über Ihren Fernseher eingeben. Welcher Code ist denn da gemeint? Nicht der Code, den man auf der Toilette lässt, sondern der hier zu lesen ist. Okay? So, das heißt, jetzt gehen wir hin und geben den gleichen Code ein, den wir auf dem Fernseher angezeigt kriegen. Es werden nur 6 Zeichen angezeigt. Wir haben aber 2, 4, 6, 8, 10. Alles klar. Der erste Code in dem Fall ist T, dann N, dann P, dann N, dann T. Ne? T, N, P, N, T. T, N, P, N, T. Dann Z, dann C, dann N, O, M. Zack. So, jetzt habe ich das, was da auf dem Fernseher abgebildet ist, nun auch hier eingegeben und jetzt können wir fortfahren. Wir machen das jetzt, indem wir mit Konsole verbinden klicken. Auf geht's.
Es wird eine Verbindung losgeballert. Mit Ihrer Konsole hergestellt. Wenn Sie fortfahren möchten, erstellen Sie eine WLAN-Verbindung. Xbox möchten Sie mit dem WLAN Xbox Setup 8330 verbinden. Das bedeutet, jetzt müssen wir demzufolge sozusagen der Xbox erklären, dass sie in unserem Netzwerk ihr Unwesen treiben darf. Verbinden. Nun wird verbunden und dann kann die Xbox losgehen und starten, wie sie noch nie gestartet ist. Xbox möchte Geräte in einem lokalen Netzwerk finden und Verbinden herstellen. Okay. So. Stellen Sie sicher, dass Ihr eingängiger Code mit dem Code Ihrer Fernsehgeräte übereinstimmt. Versuchen Sie es dann erneut. Wie, es hat nicht funktioniert? TNPNT, korrekt? ZCNOM. Jo, hab ich doch alles richtig gemacht. Nochmal. Ja. So. Also es sollte eigentlich ganz easy gehen, weil ich bin ja mit meinen Geräten hier alle im... Ach, jetzt seht ihr. So, alles verbunden, Leute. Der Vorführeffekt. Also, nicht bekloppt werden, wenn es beim ersten Mal nicht klappt. Jetzt können wir die Einrichtung auf unserem Smartphone fortsetzen. Okay? Also, schön weiterklicken. Und nun geht's ums Einrichten selber. Erstmal Sprache und unseren Ort. Na, da könnt ihr einstellen, wo ihr zu Hause seid oder in welchem Land ihr seid, etc. Dann geht es damit, verbinden wir die Konsole mit dem Internet selber. Wir haben ja keine kabelgebundene Einrichtung jetzt gewählt, sondern die über Wi-Fi. Also müssen wir in unser WLAN hier rein. Dann müssen wir das Passwort des WLANs hier eingeben. Das ist euer Passwort, mit dem ihr euer Gerät, eure Geräte mit eurem Wi-Fi verbunden habt. Wenn ihr das nicht kennt, dann fragt euren Admin oder euer Typ, der halt den Router eingerichtet hat. Okay, in den meisten Fällen werden die Wi-Fi-Network-Passworte nicht gewechselt. Geht einfach also zu eurem Router, dreht ihn um und gebt das Passwort ein, was unten drunter steht. Aber eigentlich sollte es gewechselt sein, ergo müsst ihr hier das Passwort eingeben, was euer Admin oder der Mensch, der euren Router eingerichtet hat, einmal vergeben hatte. Dieses Passwort habe ich jetzt hier eingegeben und dann werden wir jetzt auf Beitreten gehen. Ihre Konsole wird mit dem WLAN verbunden. Zur Erklärung. Wir haben jetzt also das Wi-Fi-Passwort in unser Smartphone eingegeben. Dieses wird jetzt mit der Xbox hinten verbunden werden und so die ganzen Wi-Fi-Informationen an die Xbox selber übermitteln, damit sie ganz einfach unkomfortabel in euer bestehendes Wi-Fi-Netzwerk integriert werden kann. So, jetzt ist die Konsole online. Jetzt können wir natürlich noch ein Update durchführen. Das ist bei Microsoft irgendwie Standard, aber bei den meisten Konsolen. Also los, Update. Wird aktualisiert. Setzen die Einrichtung auf Ihr Mobilteam fort, steht dort. Da unten seht ihr, es wird gerade ein Update runtergeladen und die Konsole wird dann nochmal neu gestartet. Ja, das seht ihr dort, wie viel MB, dort wie viel Prozent. Also ganz gechillt. Wir können jetzt also fortfahren mit dem Einrichten, während die Konsole im Hintergrund aktualisiert. Jetzt haben wir erstmal den Power-Modus zur Auswahl. Energiesparen oder schnell hochfahren. Da geht es darum, ob sie Energie sparen soll. Das heißt also, sie ist umweltfreundlicher unterwegs oder wir wollen einfach schneller im Geschehen sein. Also gehen wir schnelleres Hochfahren. Das ist so, dass die Konsole dann eher in den Standby-Modus geht, anstatt sich komplett ausschaltet. Geben wir schnelles Hochfahren ein. Automatische Aktualisierung. Meine Spiele und Apps auf dem neuesten Stand halten. Ja klar, oder? Ich meine, das sollte man immer anlassen. Remote-Steuerfunktion aktivieren. Wenn die Remote-Funktion aktiviert ist, können wir unser Mobiltelefon jederzeit mit unserer Konsole selber kommunizieren. Neue Spiele per Fernzugriff auf die Konsole installieren können wir dann. Wir verwenden die Xbox Remote Play, um unsere Konsolenspiele auf ihrem Smartphone zu spielen. Geil. Und aktivieren und steuern die Konsole selber. Klar, einschalten, Diggers. Nun können wir uns mit dem Xbox-Profil selber anmelden, denn wir benötigen natürlich ein Xbox Live-Profil. So, jetzt gehen wir auf live.com und können hier jetzt unser Microsoft Live-Konto aktivieren, einrichten oder, wenn wir natürlich schon eins haben, es einfach implementieren. Das heißt also E-Mail, Telefon oder Skype-Nummer rein. Passwort dazu. Wenn ihr zwei Wege Authentifizierung habt, müsst ihr dann noch auf einem anderen Gerät
euch verifizieren und dann sind wir im Rennen. Ist ja alles eine Microsoft Family. Jetzt habe ich mich angemeldet und wir sind zurück und auf geht's. Jetzt habe ich mich angemeldet und nun können wir sozusagen schon individuell die Einstellung, die wir auch schon vorher von Microsoft gewählt hatten, auch hier wieder benutzen. So, Anmelde- und Sicherheitseinstellungen, keine Grenzen. Auf der Xbox können wir andere Benutzer anmelden, unsere Daten auf den Webseiten sehen, Microsoft-Konto verwenden, Einstellungen ändern, etc. Dann meinen Hauptschlüssel anfordern. Wir werden einen Hauptschlüssel gefragt, bevor wir uns anmelden, etwas kaufen oder Einstellungen. Oder sperren. Wir müssen mit dem Microsoft-Konto autorisieren, um uns wieder anmelden zu können. Das heißt also, hier geht es darum, wenn ihr jetzt ja Kinderchen haben solltet oder Leute, die dann öfters die Konsole verwenden, die nicht sozusagen über eure Visa, Mastercard, was auch immer haben oder PayPal etc. Dann was kaufen dürfen, solltet ihr hier auf Sperren oder meinen Hauptschlüssel anfordern setzen. Keine Grenzen ist dann eher die Sache, wenn ihr wirklich nur selber zu Hause privat damit spielt und wirklich wisst, ihr könnt euch selber vertrauen. Und wenn ihr was kauft, dann kauft ihr halt etwas. So, möchten Sie automatisch angemeldet werden, wenn Sie Ihre Xbox einschalten? Natürlich, oder? Das solltet ihr machen, auf Sofortanmeldung aktivieren. Das ist aber auch wieder, ihr könnt auch das andere nehmen, das ist keine Pflicht. Dieser Konsole Familienmitglied hinzufügen. Wenn ihr zum Beispiel Kinderchen habt, dann könntet ihr hier einzelne Familienmembers hinzufügen, die dann natürlich dort spezifische Eigenschaften mit sich bringen. Sprich, die können da nichts kaufen oder können dann nur ausgewählte Sachen spielen. Okay? Denn da geht es auch individuell für den einzelnen Familienmitglied dann um Datenschutzeinstellungen einzeln anfordern zu können. Das könnt ihr dann alles einstellen. Ne? Hier Familie hinzufügen. Und dann sammeln wir erforderliche Diagnosedaten zum Beispiel, nein, danke, Optionsdaten senden etc. Und wir helfen dann Xbox, wenn wir möchten, damit oder nicht. Ne? Also nein, danke, wenn wir Daten mit herausgeben teilen, geben wir Konsole ein. Das heißt, Name können wir für die Konsole selber einrichten, wenn wir wollen oder nicht. Machen wir einfach Wohnzimmer Xbox. Und so personalisieren wir sie auch ein bisschen. Ne? Dann in Verbindung bleiben. Also sprich, Newsletter bestellen. Lass das mal aus, besser. Welche Apps möchten Sie auf Ihrer Konsole verwenden? Hier können wir ein paar Apps dann ansetzen. YouTube, Netflix, Prime Video etc. Geben wir YouTube, installieren. Ihr könnt also so jetzt manuell oder eher gesagt über unser Smartphone unsere Konsole schon mal richtig schön flott machen. Das andere wäre natürlich auch alles Mögliche. So, wird diese Konsole von Kindern verwendet? Ne, wenn ihr Kinder dabei habt, ja. Wenn ihr Kinder nicht dabei habt, nein. So, Konto verknüpfen. Dann haben wir zum Beispiel diverse Konten, die wir mit verknüpfen können. Facebook, Steam etc. Das machen wir mal jetzt nicht. Und jetzt erkunden wir, während die Konsole aktualisiert wird, neue Spiele, Konsole entdecken, installieren, chatten, spielen mit Xbox-Freunden. Wir können Spielclips uns angucken etc. Hier sind wir also jetzt da, wo wir hinwollen. Und ihr seht auch, ich bin jetzt automatisch gerade dann hinten mit der Xbox selber verknüpft worden. Das ist doch einfach, oder? Als nächstes müssen wir unseren Controller mit der Xbox Series S verbinden. Ihr seht schon, es ist recht simpel. Es gibt zwei Versionen. Die erste Version ist, dass wir an die Konsole gehen und den Knopf hier zum Pairen drücken und gleichzeitig auch hier unseren Pair-Knopf drücken. Die zweite Möglichkeit ist jetzt im Setup, sprich im Einrichtungsassistent selber, jetzt tätig zu werden. Also nochmal, entweder wir drücken die Pair-Taste und diese Pair-Taste und pairen das System oder wir drücken jetzt die Xbox-Taste, um uns jetzt zu pairen. Wir drücken und halten diese Taste gedrückt, ne, einfach die mittlere und jetzt seht ihr dort, ist sie angegangen, ne, wie ihr seht. Und wir können mit A bestätigen, dass wir da sind. Aktualisieren wir Ihre Datencontroller. Jetzt wird der Datencontroller selber, der hier, also aktualisiert und wir aktualisieren das mit A. Aktualisierung läuft. Jetzt seht ihr, fängt das hier an zu blinken. Und jetzt wird das Update, welches hinten dann zu sehen ist, ne, Update wird angewendet. Und das spielt das jetzt hier auf unseren Controller über und danach können wir fortfahren. Der Controller selber, wie ihr seht, hat verschiedene Buttons
Und hinten müssen immer zwei AA galvanische Zellen drin sein. Das können natürlich auch Akkus sein, die wir dort dann zur Unterstützung der Energiezufuhr dieses Controllers einsetzen können. Des Weiteren können wir hier unten noch einen Kopfhörer anschließen und zum Beispiel dann den Sound über unseren Controller selber wiedergeben lassen. Ja, also jetzt an euren Ohren. Die Aktualisierung hier drauf ist wichtig, weil wir können ja mit dem Controller selber auch jederzeit im Spiel Screenshots oder andere Sachen speichern. Diese werden dann auf ihm hier nämlich kurz gehostet. Und sobald wir uns mit einer Xbox Series S oder X verbinden, werden diese übertragen. Und so können wir uns dort auch individueller dann mit unserem Controller in Szene setzen. Natürlich geht das auch mit andersfarbigen Controllern, denn ihr könnt ja viele Controller an die Xbox Series S anschließen. Deshalb gibt es die dann auch in verschiedenen anderen Farben und die liegen wirklich sehr gut in der Hand. Ihr seht, alles ist drin, was eine moderne Controller haben sollte. Rumble, Motion Detection etc., Gyroskop ist drin und natürlich ein schönes X, welches so am Flashen ist. Ihr seht hinten, die Xbox selber ist jetzt die ganze Zeit einfach nur am An. Das heißt, das ist der An-Modus und hier ist es am Blinken. Das Blinken in diesem langsamen Zyklus bedeutet, wir machen gerade hier firmware-technisch etwas. Wir bringen Daten von dieser auf die Xbox oder von der Xbox auf unseren Controller selber. Und ihr seht, das geht relativ schnell. Das waren jetzt circa 2 Minuten. Dann ist die Aktualisierung auf 100% und wir können nun mit A, A ist immer der Weiter-Button, in den nächsten Schritt. So, jetzt sind wir da. Entdecke unser nächstes Lieblingsspiel. Xbox Game Pass Ultimate. 1 Monat für 1 Euro. Denkt dran, es wird aber auf 12,99 Euro dann erhöht werden. Pro Monat. Das heißt, wenn ihr den vollen Power-Stuff haben wollt, sprich so ein Game-on-Demand-Service ist das ja, könnt ihr das für 13 Euro im Monat buchen. Über 100 hochwertige Spiele für Konsole, PC und mobile Geräte mit Android. Darunter, wenn ihr das holt, sind nicht nur, wie ihr schon gehört habt, Konsolenspiele, Konsole, sondern auch Personal Computer und Mobilgeräte mit Android. Also sowas wie ein Smartphone. Okay? Das heißt, wir können dann dort den kompletten Haufen einfach spielen. Inklusive Electronics Arts Play und Xbox Live Gold, um mit unseren Freunden online selber spielen zu können. Das ist also auch der Online-Modus. Regelmäßig neue Spiele und Xbox Studio Titel. Exklusive Rabatt und Vorteile. Können wir alles einstellen oder verwenden. So. Wie navigieren wir jetzt hier durch? Wir haben hier links unseren Knüppel, den können wir jetzt gerne in andere Pläne machen, in Code verwenden, jetzt beitreten, dann würdet ihr es nehmen. Wenn ihr andere Pläne habt, da gibt es dort natürlich auch etwas Günstigeres, wie ihr seht. Ne? Also hier bester Wert, 13 Euro pro Monat, ist echt nicht wenig. 10 Euro, dann habt ihr den Xbox Game Pass für die Konsole nur, exklusiv Konsole, nicht PC und Android. Dann Xbox Live Gold, 7 Euro kostet das. Online Multiplayer bis zu 4 kostenlose Spiele pro Monat. Wir sparen bis zu 50% oder 75% bei Spielen. Das da ist also links ist das volle Programm. In der Mitte ist der Xbox Game Pass nur für die Konsole. Ne? Und rechts haben wir das abgespeckten Stuff. Das heißt, wir haben den Online-Modus verfügbar und bekommen dafür auch bis zu vier kostenlose Spiele im Monat. So, nochmal, um uns zu bewegen, können wir hoch, runter, rechts, links gehen und Codes verwenden können wir auch, wenn wir Codes haben sollten. Jetzt zurück, gehen wir einfach wieder auf zurück und gehen jetzt auf, nein, danke, denn ihr braucht das nicht. Ihr könnt auch trotzdem an dieser Konsole spielen, ohne Frage. Finden Sie beste TV-Einstellung für unseren Flatscreen. Es sieht so aus, als ob der Bildschirm erweiterte Videofunktion unterstützt. Das heißt, das ist, wenn ihr ein Smart TV habt und der etwas smarter daherkommt, kann er nämlich auch in einen Game-Modus verfallen. Ne? Also reinschlüpfen. Das hat er erkannt und wird das jetzt übernehmen. Also, lass uns das mal machen. Was noch ist, wenn ihr keinen Smart TV haben solltet, Einstellungen beibehalten oder Auflösung von 4K beibehalten, zurückkehren, ne, da geht das automatisch runter,
wenn irgendwas jetzt ganz schief wäre. Aber es sieht alles gut aus, also Auflösung von 4K beibehalten. Dieser Fernseher kann nämlich 4K. Noch eins, wir haben ja hier die Möglichkeit, Netflix, YouTube und alle möglichen anderen Sachen drüber wiederzugeben. Das heißt, wenn ihr kein Smart TV habt, macht ihr mit der Xbox Series S euren Fernseher smart. Nicht wahr? Oh yeah. Auf zur Startseite. Das ist unsere Startseite. Dort haben wir diverse Optionen vor uns jetzt. Wir sehen erstmal, oben ist unser Account. Rechts sehen wir, dass Mute ist an gerade. Dann haben wir die Akku-Power von unserem Controller, die Uhrzeit. Wir sehen die schnellen Tipps. YouTube wird gerade installiert. Das hatten wir ja vorher eingestellt in der App. Dann die Xbox Game Pass ist möglich und viele andere Sachen. Wie gehen wir dahin? Wir bewegen uns jetzt hier mit unserem Controller über die einzelnen Reiter und können sie dann auswählen, indem wir die A-Taste benutzen. Ne? Als Beispiel, euer Flatscreen hat kein YouTube, er ist kein Smart TV, dann können wir so aber jetzt unseren Fernseher YouTube-konform einstellen. Ne? Suchen wir mal den guten alten PDP Performance, oder? So, damit ihr seht, dass es auch funktioniert. Leerzeichen. Da sind wir schon. So, zack. Trailer angucken. So, ihr seht, dieser Fernseher ist jetzt demzufolge ein Smart TV geworden, wenn er kein Smart TV vorher gewesen wäre. Okay? Also ihr seht, das bringt so eine Konsole nämlich auch mit sich. Wenn ihr das nicht unterstützt haben solltet, könnt ihr es aber so nach schwabilisieren. Und ihr könnt auch euch jederzeit dann da drinnen bewegen. Nice, oder? So, sehr schön ist das. Mit B gehen wir zurück. B ist auf der rechten Seite. So können wir immer einen Schritt zurückgehen. Ne? Ihr seht die ganze Suche. Wir können uns runter bewegen, damit A beenden auswählen. So, jetzt Xbox Game Pass. Dann haben wir den Store. Hier drüber gehen wir jetzt in den Microsoft Store. Und können hier jetzt zum Beispiel halt diverse Spiele einkaufen. Ne? Hier könnt ihr suchen, hier könnt ihr die Spiele sehen, die gerade aktuell sind. Neue Spiele, bald verfügbare Spiele. Ne? Alles, was ihr gerne spielen möchtet. Mit dem Game Pass bekommt ihr diese Spiele. Nur als Beispiel, wenn ihr es gebucht hättet, könntet ihr das. Dann die Movies. Es gibt also auch eine Datenbank mit Filmen. Fernsehen ist auch möglich. Und ein Problem war aufgetreten, auch nicht schlimm. So, dann haben wir also den Microsoft Store. Dann Xbox Game Pass. Ne? Bethesda jetzt auch für die Xbox. Hier müssen wir aber, das ist dann halt der Premium Shop. Gehen wir mal hier als Beispiel auf Minecraft. Ne? Game Pass beitreten. Das kriegen wir also nur, wenn wir den Game Pass abschließen. Ansonsten müssten wir uns diesen Titel halt einzeln erwerben. Einstellungen haben wir hier drüben. Hier können wir die Netzwerkeinstellungen, Personalisierung, Online-Zeiten, Anzeigen, Optionen, Lautstärke, Energiemodus etc. noch einstellen. Dann haben wir die Kontoeinstellungen, die System-, Konsoleninfos, Updates, Speichergeräte, Sprachen, Ort, Sicherungen, Geräteverbindungen, Remote-Features, Medienfernbedienungen etc. Voreinstellungen. Ne, hier können wir also Pausenerinnerungen einstellen, Leerlaufoptionen, Benachrichtigungen und die erleichterte Bedienung ist auch am Start. Wir merken uns, B geht zurück, A geht immer nach vorne. Dann haben wir Xbox Hilfe, Xbox Zubehör, Updates von Freunden und Community und wenn wir runtergehen, von Frauen zusammengestellte Spiele. Das sind also Personen oder auf euch bezogene Vorschläge, die ihr dort nutzen könnt. Hier unten seht ihr meine Spiele. Ne? Wenn wir also Apps zum Beispiel in unserem Microsoft-Konto schon hier implementiert haben, können wir diese mitnehmen. Gruppen gibt es, gesamte Bibliothek, Updates etc. Dann gibt es natürlich auch Zugriff auf unsere Cloud-Service von Microsoft. Und die können wir jetzt hier in der Bibliothek selber setzen. Kommen wir in den Store, wo ich schon sagte, wo wir halt hier jetzt zum Beispiel meistverkauften Spiele uns angucken können. Und jetzt seht ihr auch hier, können wir jetzt Call of Duty Black Ops Cold War als Beispiel uns käuflich erwerben. Ne, da gibt es unterschiedliche Versionen. Das Cross-Gen-Bundle, also ihr könnt auswählen, was ihr wollt.
und das dann erstehen. Kaufen für 70 Euro und dann habt ihr dieses Spiel sozusagen für immer gekauft. Solange die Microsoft Server online sind, solange es die Xbox Series S gibt, werdet ihr dieses Spiel dann spielen können. Okay? Ne? Hier könnt ihr alle Spiele sozusagen einzeln raussuchen, die ihr gerne spielen wollt. Es gibt immer runtergesetzte Sachen etc. Also alles ganz normal, wie ihr seht. Dann gibt es Rankings, meistverkaufte Top-kostenlose Spiele gibt es natürlich auch. Gucken wir uns in die kostenlosen Spiele mal rein. Hier seht ihr Warzone, Call of Duty, Rocket League ist kostenlos, Fortnite ist kostenlos. Das könnt ihr alles kostenlos auf der Konsole dann spielen. So. Dann haben wir hier Game Pass wieder, Unterhaltung, Events, Update von Freunden. Also das sind hier die Schnellbuttons, die Schnellzugriffe. Das Wichtigste, was ihr einfach euch überlegen müsst, geht in den Store, kauft euch ein Spiel oder geht auf Top kostenlose Spiele und dann könnt ihr losspielen. Lasst uns mal hier losgehen. Wir holen uns kostenlos Fortnite. Nur als Beispiel. So, abrufen ist jetzt kostenlos, wie ihr seht. Wir wählen das aus. Und nun holen wir uns das. So, erfolgreich. Wir können jetzt natürlich sofort mal den meinen Spielern überprüfen. Okay, alles klar. Jetzt wird das installiert und wir können uns hier auch eine Warteschlange anzeigen. Da seht ihr, gerade wird ein Spiel runtergeladen. Das hat jetzt ungefähr 24 GB Größe. Es wird dann auf der Xbox selber gespeichert und kann danach, wenn der Download fertig ist, losgedaddelt werden. So einfach ist es also, eure Xbox zum Laufen zu bekommen. Und jetzt intuitiv könnt ihr euch dort reinhauen und Spaß dabei haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.